Unsere heutige Veranstaltung aber steht unter dem Titel »Wie viel monarchisches Erbe verträgt die Demokratie? Das Kaiserreich zwischen Historisierung und Aktualisierung«. Die Podiumsdiskussion, die uns heute bewegt, geht der Frage nach, wie sich der Blick auf das Kaiserreich in der deutschen Demokratiegeschichte gewandelt hat und welchen Platz es im kulturellen Gedächtnis unserer Zeit hat. Besaß das Kaiserreich unterschätzte demokratische Potenziale? Wie wirkte es in der Zwischenkriegszeit fort und über 1945 hinaus? Auf welche Aspekte des monarchischen Erbes, gerade auch in den Bauten, in den Gebäuden, kann sich der demokratische Staat heute noch beziehen? Das ist die Frage, die Herr Vogt und ich uns überlegt hatten für unsere heutige Veranstaltung, die Frau Beusen von der Evangelischen Akademie Berlin moderieren wird. Und mir bleibt als Intro neben der Begrüßung nur ein wichtiger Satz. Die folgende digitale Diskussion, wie Sie schon gehört haben, wird gespeichert und sie wird auf YouTube online gestellt, sodass sie auch auf längere Frist sichtbar ist. Und damit, meine Damen und Herren, habe ich Sie alle herzlich begrüßt und übergebe an Frau Beusen. Bitte schön, Frau Beusen. So, auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass ich diese Moderation dieser Veranstaltung, des ersten Teils der ganzen Reihe, übernehmen darf. Mein Name, Herr Professor Sabo sagte, es ist Jacqueline Beusen. Ich bin Historikerin und Journalistin und freue mich, Sie alle begrüßen zu dürfen. Es ist originell und vielleicht auch ein bisschen erklärungsbedürftig, dass wir ausgerechnet heute diese Diskussion beginnen und uns mit den Hohenzollern beschäftigen. An dem Tag, an dem sich der 20. Deutsche Bundestag konstituiert und sich eine neue Präsidentin, die dritte seit 1949, gewählt hat. Es ist ein Zeichen lebendiger Demokratie und die Demokratie geht aus, dass man auch über die Monarchie spricht. Willkommen zu unserer Diskussion über die Frage, wie viel monarchisches Erbe vertragen wir, die Demokraten, das Kaiserreich zwischen Historisierung und Aktualisierung. Die Hohenzollern sind selbst längst Demokraten, doch erregen sie viel Aufmerksamkeit mit einer Forderung, die eher rückwärtsgewandt zu sein scheint und viele provoziert. Es geht um das Recht über den Anspruch auf das Hohenzollernvermögen. Darüber wollen wir heute bei dieser Diskussion zum Auftakt der Reihe nicht sprechen. Wir machen einen Schritt zurück. Wir wollen den Blick weiten. Wir wollen klären, warum das monarchische Erbe für uns überhaupt eine Bedeutung hat und welche und wie sich das äußert, wie das sichtbar ist im Stadtbild von Potsdam, wo sich das Zentrum für zeithistorische Forschung befindet, aber auch natürlich in Berlin mit dem neuen Stadtschloss. Wir haben vielerlei preußische Reminiszenzen und es scheint eine Art Preußenliebe neu entfacht zu sein und dass eben wir bald 75 Jahre Grundgesetz feiern können. Passt das zusammen? Wir werden das versuchen zu ergründen. Es geht um die historische Verantwortung des Kaiserhauses für den Aufstieg des Nationalsozialismus, die Legitimität und Stabilität, auch großer Vermögen eben der ehemaligen Monarchen in den politischen Systemumbrüchen des 20. Jahrhunderts, die Bezugspunkte, aber auch darum, wie wir an die preußisch-deutsche Geschichte erinnern, welchen Platz die untergegangene Monarchie im Geschichtsbild des wiedervereinigten Deutschland hat und haben kann und wie wir es prägen. Das wird mit der ersten Veranstaltung gesagt, angerissen und es folgen dann weitere. Was ist also eigentlich dieses Erbe der Hohenzollern? Was bedeutet es uns, die wir seit zumindest im Osten unseres Landes seit über 30 Jahren in der Demokratie leben und im Westen seit fast 75 Jahren mit uns diskutieren? Ich begrüße Sie ganz herzlich, Frau Professor Ute Frevert. Frau Frevert ist Historikerin und forscht zur Geschichte moderner Gesellschaften und kultureller Systeme, zu Geschlechterdifferenzen und sie ist Direktorin des Forschungsbereichs Geschichte der Gefühle am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Schön, dass Sie bei uns sind, Frau Frevert. Darf ich Ihnen gleich eine erste Frage stellen? Ich würde gerne anspielen auf diese Geschichte der Gefühle, die Ihr Forschungsgebiet ist. Was fühlen wir denn eigentlich bei einem Begriff wie Kaiserreich, Monarchie? Wir fühlen garantiert nicht mehr das, was vor 150 Jahren gefühlt worden ist, als dieses Kaiserreich und der deutsche Nationalstaat im Gewand dieses Kaiserreichs aus der Taufe gehoben war, was ja, wie wir wissen, aus vielen auch autobiografischen Äußerungen, aus Briefen, aus vielen Ego-Dokumenten
eine Stern, als Sternstunde, als die Erfüllung fast aller Wünsche, auch von Liberalen, also nicht nur unbedingt von irgendwelchen verknöcherten konservativen Monarchisten, vielleicht von denen am allerwenigsten. Die haben eigentlich die Vorstellung gehabt, jetzt geht Preußen nun wirklich baden. Aber diejenigen, die sich einen liberalen, manchmal auch schon etwas demokratisch angehauchten Nationalstaat gewünscht haben, die haben gefeiert. Und wir haben überhaupt nicht mehr gefeiert, 150 Jahre später. Wir haben dieses Datum eigentlich ziemlich sang- und klanglos verstreichen lassen, was schon auch ein Zeichen dafür ist, wie weit uns das weggerutscht ist, wie weit sich andere Phasen der deutschen Geschichte in den Mittelpunkt geschoben haben. Und ich muss auch sagen, mich hat das ehrlich gesagt gar nicht so gewundert, dass wir 150 Jahre Kaiserreich nicht besonders gefeiert oder erinnert haben. Denn andere Daten liegen uns einfach sehr viel näher. Und wenn man auch sich überlegt, dass vor allen Dingen auch jüngere Leute sich eigentlich nur noch für die Zeit, die maximal sozusagen seit 1949 interessieren, dann ist das wirklich jetzt sozusagen ein abgesunkenes Erbe, worüber sich Historiker und Historikerinnen noch ereifern können, was aber vielleicht sonst niemanden mehr aus der hinter dem Ofen hervorholt. Vielen Dank. Ob dieses abgesunkene Erbe, wie Sie sagen, uns eher frei macht oder uns neugierig macht oder ob wir von ihm auch etwas lernen können, das werden wir aufgreifen. Vielen Dank, Prof. Grebert. Ich begrüße in unserer Runde Herrn Professor Christoph Martin Vogtherr. Herr Vogtherr ist Kunsthistoriker und hat sich viel mit preußischer Kultur und Geschichte beschäftigt und trägt als Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten ganz besondere Verantwortung auch tatsächlich für diese Relikte aus der preußischen Zeit. Sie sprechen aus Sicht des Museumspraktikers. Sagen Sie uns doch bitte, wie würden Sie dieses monarchische Erbe heute beschreiben? Ja, für uns, die wir in den Schlössern und Gärten arbeiten, ist eigentlich eine der erstaunlichen Dinge, dass wie wenig dieses Kaiserreich dort sichtbar ist. Es ist tatsächlich, und das ist historisch schon sehr interessant, es ist nach 1919 von den Kuratoren der ersten preußischen Schlösserverwaltung, soweit es irgend ging, entfernt worden, häufig auch spurlos entfernt worden, weil man unbedingt zurück wollte zu Perioden, die man zum einen als kunsthistorisch sehr viel interessanter wahrgenommen hat, also Schinkelzeit, friedrichianisches Rokoko und so weiter. Zum Zweiten aber auch, weil man tatsächlich sich absetzen wollte von der gerade vergangenen und eben als problematisch empfundenen Zeit dort inszeniert hat. Das heißt, wir betreuen ein wirklich enormes bauliches Erbe, Gartenerbe und Sammlungserbe, aber unsere Besucher sehen vergleichsweise wenig Kaiserreich. Und das ist tatsächlich auch etwas, was uns zurzeit beschäftigt, nämlich sich zu überlegen, wie können wir eigentlich auch diese Schicht bei uns wieder sichtbar machen. Denn was auf diese sonst ja passiert, ist, dass tatsächlich die Karriere der preußischen Schlösser und Gärten als Herrschaftssitze so weit in die Vergangenheit rückt, dass sie eigentlich komplett nostalgisch und harmlos wird, während der tatsächlich da ganz wesentliche Ereignisse, zum Beispiel auch also der um die Reichsgründung herum, des Kolonialismus und so weiter stattgefunden haben. Und wir bemühen uns eben jetzt sozusagen verstärkt da wieder dran zu erinnern. Das heißt also, für uns ist es eigentlich ein Erbe, was es auch wieder zu entdecken gilt oder teilweise auch wieder sichtbar zu machen gilt. Die einzigen beiden Orte, wo man tatsächlich eine kaiserliche Wohnung vergleichsweise unbeschadet sehen kann, ist Bad Homburg und ist Haus Dorn in Holland. Bei uns ist das Schloss Zizilienhof eigentlich das einzige, wo diese Epoche tatsächlich auch ganz vordergründig sehr erlebbar ist. Vielen Dank. Wir vertiefen das und Sie haben eigentlich den Ball schon so gelegt, dass ganz klar ist, dass jetzt Herr Professor Thomas Drachenberg zu Wort kommt. Herr Drachenberg ist vom Landesdenkmalamt beim Landesamt für Denkmalpflege Zossen und seine Perspektive ist die des obersten Denkmalschützers des Landes Brandenburg. Teilen Sie die Beobachtung von Herrn Vogtherr? Geht es ums Neuentdecken? Was ist Ihre Sichtweise?
Ja, ich teile diese Sichtweise. Ich würde sie ganz gerne noch ein bisschen vertiefen und erweitern. Sie haben gefragt vorhin, was fühlen wir? Und wir Denkmalpflegerinnen können uns eigentlich dann glücklich schätzen, wenn wir so weit weg sind, dass wir nichts fühlen, sondern dass wir sozusagen möglichst objektiv auf den Gegenstand schauen können, also sozusagen im Forschungsinteresse auch auf den Gegenstand schauen können. Wir haben ja diese glückliche Institution, also die glückliche Fügung, das ist diese Schlösser der Berlin-Brandenburg, die Schlösser Gesellschaft gibt, die Schlösserstiftung gibt, die das jetzt sozusagen den Bestand, den uns die Hohenzollern hinterlassen haben, verwaltet und nicht nur verwaltet, sondern sie auch erfahrbar macht. Und wir Denkmalpflegerinnen denken immer so in Kategorien Substanz und Erscheinungsbild. Da kann ich natürlich gerne bei dem Thema Schlösser und Gärten die Ästhetik des Schlosses und des Gartens empfinden. Da fühle ich was, ja. Bei der Substanz denken wir da eher in Geschichten, in Zeitschichten. Das heißt, das neue Palais hat verschiedene Zeitschichten hinter sich, auch im Dach die alten Kemenaten aus der Kaiserzeit der Bediensteten und. Das sind alles Zeitschichten, die uns dann wieder erzählen, wie war es denn damals? Wie hat denn das funktioniert? Wie haben die existiert, die Leute? Das ist eigentlich unser Interesse und das möglichst langfristig zu erhalten, natürlich, und dann sozusagen sich darum mit den Eigentümerinnen zu bemühen. Das ist unser Ding, was uns da treibt. Das heißt, es geht zum einen um die Frage, welche Rolle spielt die preußische Geschichte in dieser Darstellung, welche Rolle spielt dann aber auch die kaiserliche Zeit? Und sicherlich ist bei manchen ihrer Besuchern da auch keine Trennlinie so scharf, sondern die Erwartung ein bisschen, beinahe hätte ich gesagt, beliebig, das meine ich gar nicht so, sondern die Erwartung, dass man in eine Vergangenheit auftaucht, die vordemokratisch ist, um es mal ganz allgemein zu sagen, und nichts mit der NS-Diktatur zu tun hat. Sehe ich das richtig? Nein, das ist nicht richtig, sondern, Herr Vogter. Ja. Bitte, wir wollen Ihnen nicht das Wort abschneiden. Also das ist sicher ganz wesentlich erstmal eine Erwartung eines klassischen touristischen Publikums. Wir erleben aber zwei Dinge, die das, glaube ich, gerade so ein bisschen aufrütteln, dieses Bild. Das eine ist, gerade die letzten zwei Jahre oder drei Jahre haben uns ja allen beigebracht, wie sehr dieses monarchische Erbe tatsächlich auch mit der NS-Zeit verbunden ist. Dass also der kategorische Trennstrich gar nicht möglich ist. Gerade vor kurzem sind ja wieder neue, umfangreiche Publikationen dazu herausgekommen. Und das ist auch was jetzt tatsächlich sehr bewusst geworden ist. Das Zweite ist, dass wir sehen, dass bei unseren jüngeren Besuchern und Besucherinnen sehr stark ein Interesse daran herrscht, die Geschichte der Schlösser von heute aus zu entdecken, sozusagen rückwärts zu entdecken und nicht vorwärts. Ja? Und das ist also, dass zum Beispiel also im Park Babelsberg eigentlich eher mit der Geschichte der Mauer begonnen wird und dann langsam das Schloss und der Park entdeckt wird. Da kehrt sich also gerade eine Wahrnehmung um. Und das ist ein interessantes und ich glaube auch ein produktives Phänomen, weil wir damit ganz viel erreichen können, auch tatsächlich die Orte wieder ernst zu nehmen und sie sozusagen auch in ihrer politischen Brisanz auch wieder zu präsentieren. Vielen Dank für diese Präzisierung. Ich habe Ihnen jetzt drei von vier unserer Diskutanten vorgestellt. Den vierten muss ich eigentlich gar nicht vorstellen. Er ist unser Gastgeber, Sie haben ihn schon gehört. Herr Professor Martin Sarko ist Direktor des Zentrums für zeithistorische Forschung, das ist ein Leibniz-Zentrum in Potsdam, und ist Professor für Nostik-Geschichte und Zeitgeschichte an der Humboldt-Uni. Herr Sarko, Sie haben diese Veranstaltungsreihe initiiert. Was macht Sie als Zeithistoriker neugierig auf das Erbe der Monarchie? Naja, das hat sich so ein bisschen aus der Nähe in Potsdam zu den Sujets, die wir heute behandeln, natürlich ergeben. Zuerst habe ich mich überhaupt gefragt, ob die Frage, die wir uns gestellt haben, wie viel monarchisches Erbe verträgt die Demokratie, ob diese Frage eigentlich möglich ist. Denn es kann ja keine normative Antwort geben. Sie ist irgendwie schief gestellt. Man kann sich die Vergangenheit nicht aussuchen, wie es etwa die DDR-Geschichtswissenschaft mit ihrer künstlichen Unterscheidung von Erbe und Tradition getan hat.
Vergangenheit lässt sich nicht verhindern. Sie kann unterdrückt werden, aber sie kann eigentlich nicht ungeschehen gemacht werden. Allenfalls die baulichen Zeugnisse können geschleift werden. Dazu wird Herr Drachenberg ja vielleicht noch was sagen. Mich interessiert erst einmal der Satz, den Herr Drachenberg gesagt hat, objektiv auf den Gegenstand schauen. Das wollen wir Historiker auch, Herr Drachenberg. Aber aus der Entfernung, aus dem zeitlichen Abstand zeigt sich, wie stark wir auch von den kulturellen Strömungen unserer jeweiligen Eigenzeit getragen sind. Nicht? Nach 1918 war es natürlich klar, dass man die Reste der Monarchie versuchte abzuräumen, dass man gegen schwarz-weiß-rote Fahnen Front gemacht hatte, dass man Hoflieferantenschilder abmontierte und so weiter, das Schloss in Berlin plünderte. Aber warum wir heute wieder über den Charakter des Kaiserreichs, das doch in den Schatten getreten war, wieder debattieren, das ist in der Tat erklärungsbedürftig. Und dazu muss man meines Erachtens erst einmal sagen, dass der Verfall des Ansehens des Kaiserreichs durchaus jüngeren Datums ist. Das ist nicht 1918 geschehen. In der Weimarer Republik wurde es bekanntlich das Kaiserreich als Idealzustand verherrlicht, aber auch auf republikanischer Seite ja keineswegs pauschal verdammt, sondern eher mit Hermann Onken als unvollendete Ordnung verstanden. Und unvollendet, weil Kleindeutsch und nicht Großdeutsch, weil die Einheit ohne die Freiheit kam. Aber die Rolle Bismarcks als Reichsgründer war in der Bundesrepublik noch lange anerkannt. Und bis in die Nostalgiewelle der frühen 70er Jahre war das Kaiserreich die gute alte Zeit. In den 50er Jahren hat eine Mehrheit der Bundesdeutschen das Kaiserreich als die beste Zeit des 20. Jahrhunderts interpretiert. Und ich habe einmal nachgeschaut, was Rudolf Augstein zum 100. Jahrestag des Kaiserreichs 1971 in seinem Spiegel geschrieben hat. Will man ausschließen, ich zitiere ihn, dass die sowjetische Supermacht von innen her zusammenbricht und wir tun gut, nicht damit zu rechnen, also 1971, so bleibt der Bundesrepublik nur offen, sich mit der DDR über das Ende des Bismarckreiches, über das Ende der alten Reichshauptstadt Berlin und über deren neue Rolle zu verständigen. Ein deutsches Reich mit Berlin als Hauptstadt wird es, wer weiß, nicht mehr geben. Also fast noch ein nostalgischer Anklang an den Bismarck-Kult auch. Und es bedurfte der Sonderwegthese, die in den 70er Jahren dieses Denken abgeräumt hat und eine Zeit lang doch die Kontinuitätslinien vom Kaiserreich zur NS-Herrschaft profiliert hat. Militarismus, Radikalnationalismus, Antisemitismus, die kriegerische Reichsgründung als Sündenfall. Nun ist die Sonderwegthese aber auch seit längerem, seit Jahrzehnten eigentlich schon mittlerweile für überholt erklärt worden. Auch andere Staaten wie Italien waren Kriegsgeburten. Der deutsch-französische Krieg war weniger Bismarcks Schurkenstück als stärker von französischer Seite inspiriert, wie wir heute wissen. Der westliche Normalfall, von dem man immer spricht, bei dem langen Weg nach Westen, ist ein idealisiertes Konstrukt, hinter dem sich ganz unterschiedliche Wege ausgeprägt haben. Und ich fragte mich bei der Vorbereitung unserer Veranstaltung, warum das Kaiserreich eigentlich neuerdings wieder in die öffentliche Kritik geraten ist, ja gleichsam in die Zeitgeschichte zurückgeholt worden ist, wenn wir Zeitgeschichte in einem denkbar weiten Begriff als den Teil der Geschichte verstehen, der unmittelbar gegenwartsrelevant ist, für den die Gegenwart glaubt, Verantwortung zu tragen. Und mir sind vier, das will ich jetzt abschließend sagen, mir sind vier Argumente eingefallen, um zu begründen, warum wir wieder über das Kaiserreich streiten. Der eine Grund ist ganz aufmerksamkeitsökonomisch. Es ist die Magie der Jubiläen. Wir hatten den 100. Jahrestag des Ersten Weltkrieges, den 100. Jahrestag der Novemberrevolution und die Sogkraft der Jubiläen erstreckt sich auch auf 150 Jahre Reichsgründung. Dann natürlich die aktuelle Debatte um den Hohenzollernbesitz und die Frage der erheblichen Vorschubleistung der Hohenzollern für die nationalsozialistische Herrschaft. Und drittens die mit den Postcolonial Studies aufgekommene Neubewertung der kolonialen Vergangenheit und der Verbindung zwischen kolonialem Rassismus und dem Holocaust. Und schließlich und vielleicht sogar am allerstärksten das gewachsene Bewusstsein für die Gefährdung der Demokratie durch den aufkommenden Rechtspopulismus. Das imprägniert ja fast alle unsere Debatten, die wir über das Kaiserreich führen und die Frage, wie toxisch die Erinnerung eigentlich ist. Das wäre jetzt dann auch die Antwort, Frau Beusel, auf die Frage, was mich an unserem Thema interessiert. Ich möchte gerne wissen, warum wir eigentlich so intensiv über eine Frage diskutieren, mit der wir eigentlich meinten, noch längst fertig geworden zu sein. Ja, vielen Dank. Damit haben Sie eine große Eröffnung dieser Debatte uns gegeben. Ich würde gerne Sie, Frau Filbert, fragen. Herr Professor Sauer hat ja die Wellen beschrieben, den Imagewandel gewissermaßen auch, den das Kaiserreich im Blick der Öffentlichkeit erfahren hat, vom Sehnsuchtsort zum Hort des Militarismus und Sie kennen das alles. Wie erklären Sie sich
diese Wellen? Und wie erklären Sie sich oder teilen Sie die Erklärungsmuster, die Herr Sabo eben in den vier Punkten genannt hat? Wie könnte ich ihm widersprechen? Nein, es sind... alles möglich. Ich sehe das mit dem Rechtspopulismus nicht so, denn selbst Wilhelm II. Hätte sich im Grabe umgedreht, wenn er sagen, auf den Schild, was ja aber auch nicht so ist, von Herrn Gauland oder Herrn Höcke gehoben worden wäre. Oder wenn er das wüsste, dass er das wäre, was er ja auch nicht wird. Das sind schon noch ganz andere, also das sehe ich etwas anders. Was die Aufmerksamkeitsökonomie angeht, da habe ich mich in der Tat gewundert, warum wir bestimmte Debatten, die ich so in den 70er, 80er Jahren verorte, vielleicht noch ja, 70er, 80er Jahre und die dann irgendwo gegessen waren, warum wir die eigentlich fast 1:1 heute nochmal führen. Also die Frage, wie militaristisch, wie repressiv, wie undemokratisch ist das Kaiserreich auf der einen Seite, auf der anderen Seite, was für Potenziale für Demokratiebewegung hat es dann doch gegeben. Das ist, Martin Sabo hat es erwähnt, die scharfe Sonderwegsthese, die damals ungefähr also 2 Jahre nach Augstein, Hans-Ulrich Wehler formuliert hat, in diesem sehr, sehr einflussreichen kleinen Bändchen über das Deutsche Kaiserreich. Das ist sozusagen das absolute Verdammungsurteil dieses Gesellschaftsmodells, auch dieses Politikmodells, und mit einer auch ganz klaren Hinführung auf 1933. Aber das ist ja damals widersprochen worden, indem auch erstens darauf verwiesen ist, so besonders waren diese Verhältnisse nun im europäischen Vergleich auch nicht. Und zweitens, es ist viel passiert in diesem Kaiserreich, was er sich nicht in diese Negativ und also in diesen Negativblick fügt. Also die Arbeiterbewegung, die trotz 12-jähriger Repression vor dem Ersten Weltkrieg so stark war wie in keinem anderen außereuropäischen Staaten, ganz zu schweigen Land. Die Frauenbewegung, die sich entwickelt hat, auch sehr, sehr rhetorisch präsent und auch durchschlagsfähig, naja, was heißt durchschlagsfähig, aber durchaus so, dass man sie nicht übersehen konnte. Das demokratische Wahlrecht, was wir zumindest auf Reichsebene gehabt haben und was ein ständiger ein Anstoß oder ein Stein des Anstoßes auch war für die undemokratischen Länder, Wahlrechte. Also da wurde immerhin auch ein Parlament, das zwar nicht viel zu sagen hatte, aber in dem doch auch scharf kritisiert wurde, unter anderem auch der deutsche Kolonialismus scharf kritisiert wurde damals. Also all diese Dinge sind ja, die wissen wir ja, die wussten, also die sind seit den 80er Jahren liegen die auf dem Tisch des Hauses. Und warum jetzt eigentlich eine ganz ähnliche Debatte nochmal kommt, offenbar muss einfach, das ist ja auch okay, jede Generation von Historikern auch wiederum ihre eigenen Marken setzen, auch wenn die sich von denen der alten, ich sage es jetzt ein bisschen schnöde, gar nicht so sehr unterscheiden. Und ich hatte eher den Eindruck, ich habe nicht Herrn Onken nachgeschlagen, sondern ich habe diese große Ausstellung, an die ich mich sehr gut erinnere, 1981 hier in Berlin, es ging nicht ums Kaiserreich, es ging um Preußen, aber natürlich spielte auch das Kaiserreich da eine Rolle, es fing aber früher an. Und damals gab es ja offenbar, also auch schon diese Ausstellung hat reagiert, das kann man den Vorworten sehr gut entnehmen, hat reagiert auf den Verdacht einer Preußen-Renaissance 1981. Und zwar sowohl in der DDR, die damals diese ganzen Denkmäler wieder aufstellte, Friedrich II. Dann auf seinem Pferd, steht ja immer noch da. Aber auch in Westdeutschland oder in der Bundesrepublik mit dem Rückgriff auf preußische Tugenden, ich kann mich an diesen Diskurs ehrlich gesagt gar nicht mehr so erinnern. Er war nicht besonders gesellschaftsprägend, aber er ist damals als eine Gefahr wahrgenommen worden, so ähnlich wie vielleicht jetzt Martin Sabo mit dem Hinweis auf den Rechtspopulismus nochmal daran erinnert hat.
Und dagegen ist ein Bild damals in dieser Ausstellung gezeichnet worden, was sehr, sehr, ja, diese Ambivalenz auch sehr, sehr, sehr gut zum Ausdruck gebracht hat. Natürlich gab es all diese Dinge, die wir schon mit zumindest Stichworten erwähnt haben. Aber es gab eben auch immer das andere. Es gab eine fantastische Wissenschaftsszene. Es gab eine Modernität, und zwar keine wie später dann faschistische Modernität, sondern eine Modernität der Architektur, des wissenschaftlichen Diskurses, der intellektuellen Auseinandersetzung, die das, was in anderen stärker demokratischen Ländern wie Frankreich damals oder auch England gang und gäbe war, den Vergleich damit nicht zu scheuen hatte. Und all diese Dinge gehören eben auch zu Preußen, gehören auch zum Kaiserreich und nicht nur weder die Schwarzmalung noch die Weißmalung. Insofern neige ich eher dazu, das alles so ein bisschen die Aufregung darüber und diese neuen Kontroversen so ein bisschen als Déjà-vu auch zu betrachten und sagen, naja gut, wenn euch das jetzt als neue Generation, jüngere Generation von Historikerinnen und Historikern so interessiert, sei es drum. Ich sehe im Blätterwald eigentlich relativ wenig Resonanz. Würden Sie denn sagen, dass das Datum 150-jähriges Jubiläum, Kaiserproklamation, angemessen oder vielleicht zu wenig oder zu viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat? Mich hat das ein bisschen gewundert. Ich fand es eher schwach als in der öffentlichen Debatte, schwach repräsentiert. Oder vielleicht bin ich auch puppe ich mich jetzt als Wir haben ja einen Bundespräsidenten, der sehr, sehr geschichtspolitisch aktiv ist und da vor allen Dingen die Weimarer Zeit als eine Zeit sich herausgesucht hat, die er gerade auch durch die Jubiläen dann 100 Jahre Weimarer Verfassung, auch die Ausstellung, die das DAM dazu gemacht hat, zu der auch was gesagt hat. Also die Potenziale, die Demokratiepotenziale Weimars hat er ja versucht zu retten vor einer zu starken Sicht auf Weimar vom Ende her. Und ich fand es eigentlich gut, dass er mit seiner Geschichtspolitik das Kaiserreich eher nicht, oder vielleicht habe ich es auch übersehen, aber nicht so ausgeflaggt hat. Denn für unseren Staat, also für die Bundesrepublik, ist sicherlich Weimar mit seiner Verfassung und mit diesem unglaublichen mit dieser Aufbruchsemphase 1919 ein sehr viel interessanteres Gebilde als das Kaiserreich. Das ist uns einfach lebenspraktisch doch sehr stark, sehr weit weggerückt, während wir mit Weimar, gehen wir einfach mal in die Popkultur und gucken uns Babylon Berlin an, das fängt alles mit Weimar an und es ist der Kaiser und seine Welt sind wirklich vergangen und ich finde, das ist auch gut so. Wir brauchen das eigentlich nicht mehr und das sind zum Teil Strohfeuer, die in der Wissenschaft selber oder jetzt durch diese Rechtsstreitigkeiten ausgelöst werden. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Gesellschaft uns da wirklich folgt, also uns als Historikern da wirklich folgt. Da würde ich doch gerne wissen, Herr Vogt, wie Sie das wahrnehmen. Können Sie etwas sagen? Natürlich ist jeder Besucher kommt mit einem anderen Interesse. Gleichwohl können Sie dieses Jahr auch wecken und müssen es bedienen, weil Sie ja schließlich möchten, dass die Menschen kommen und gucken. Wie stellt es sich für Sie da, die Neugier? Worauf sind die Menschen, die kommen, neugierig? Warum kommen sie? Und deckt sich das mit dem, was Herr Sabo und Frau Frippert beschrieben haben, also für die Beschäftigung mit unserem Themenkomplex in der Wissenschaft? Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen einem touristischen Interesse, da kann ich gleich noch was zu sagen, und jetzt der Frage dieser aktuellen Diskussion. Da hatten wir ehrlich gesagt bei dem, was Herr Sabo und Frau Frevert gesagt haben, etwas, das sozusagen eine Betonung, eine Beschreibung dessen gefehlt, dass
beide sich ja tatsächlich an eine westdeutsche Diskussion erinnern und nicht an eine deutsche. Und dass sich ja inzwischen was geändert hat im Land. Und das hat ja enorme Auswirkungen auf diese Diskussion, auch auf die Wahrnehmung nochmal. Denn für mich scheint es tatsächlich ein ganz wesentlicher Punkt der derzeitigen Hohenzollern-Debatte, eher als der Kaiserzeit-Debatte, dass es dabei auch darum geht, Verstaatlichungen aus der Entstehungszeit der DDR rückgängig zu machen. Da geht es also nochmal um einen ganz anderen Blick auf sozusagen Gesellschaftsformen dabei. Und das ist sozusagen eine Sprengkraft, wo man ja auch merkt, dass da in diesem Fall in Brandenburg zum Beispiel ganz anders darauf reagiert wird, als was nicht in Niedersachsen, wo ich herkomme. Ja? Und da kommt, glaube ich, nochmal eine andere Identitätsfrage mit hinein, in diese Frage der Gesellschafts- und der Herrschaftssysteme. Also das würde ich gerne noch mit in die Diskussion einspeisen. Ja. Ich würde gerne an dieser Stelle Sie unterbrechen, wenn Sie sich merken können, was Sie noch sagen wollen, ja, weil das natürlich ein ganz zentraler Punkt ist, die geteilte Erinnerung Ost-West. Ja. An dieser Stelle müssen wir, glaube ich, gucken darauf oder nochmal uns in Erinnerung rufen, wie auch in der DDR die Preußen-Darstellung und das Preußen-Bild einen Wandel in der staatsoffiziellen Geschichtsschreibung erfahren hat. Wenn Sie dazu etwas sagen können, sonst gebe ich den Ball zu Herrn Sabro, aber ich bin sicher, da Sie es ja thematisiert haben, dann ist es auch nochmal ein bisschen. Herr Sabro, der bessere Experte dafür. Also mir ging es tatsächlich darum, dass diese gewisse Emotionalität die in der Reaktion auf die Hohenzollern-Forderungen tatsächlich auch was mit innerdeutscher Herkunft sozusagen zu tun hat und mit Sicht auf Gesellschaftsmodelle innerhalb Deutschlands. Und das schleicht sich dann sozusagen auch zurück in die Kaiserzeitdebatte. Aber ich übergebe gerne an Herrn Sabo. Ich würde gerne, Herr Vogt, Herr und Frau Beusen, auf die Bemerkung von Frau Frevert in zwei Punkten reagieren, weil die mich zum Nachdenken veranlasst haben und zur kritischen Rückfrage auch. Die eine Überlegung, Ute, war, ob wir eine alte Debatte eigentlich jetzt wiederholen, wenn wir die Auseinandersetzung zwischen Hedwig Richter und Eckhard Conze etwa sehen. Und Conze beurteilt das Kaiserreich sehr negativ. Je weiter weg wir vom Kaiserreich sind, desto besser die Demokratie. Das Buch heißt Schatten des Kaiserreichs, das schwierige Erbe der Reichsgründung. Ich glaube nicht, dass wir in denselben Fluss nochmal gestiegen sind, obwohl die Argumente sich wiederholen. Aber es gibt meines Erachtens zwei Unterschiede, die ich gerne nennen würde. Der eine ist, dass die Nostalgie oder die nachhängende Schleppe des ruhmreichen Kaiserreichs in den 50er und 60er Jahren eher eine Affäre der alten Generation gewesen ist, während die Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen, ja durchaus von einer eher jüngeren Generation herangetragen werden. Der zweite Unterschied, die damalige Kaiserreichdebatte war vor der Ära der kritischen Aufklärung, dessen, was wir dann eben die historische Aufarbeitung nennen. Die jetzige mögliche Wiederbelebung oder die jetzige Bedrohung durch den Rechtspopulismus geschieht nach oder inmitten dieser Ära, die ja schon seit 40 Jahren anhält. Das scheint mir ein bedeutender Unterschied zu sein. Die zweite Überlegung, ob der Rechtspopulismus weniger relevant ist, als politisches Phänomen vielleicht, aber in der Argumentation um das Kaiserreich spielt dieser Geist der rechtsradikalen Bemächtigung eine ganz zentrale Rolle, meine ich. Ich erlebe es selbst im Beirat des Kyffhäuser-Denkmals, wo es um die Frage geht, wer diesen Kyffhäuser als Ort besetzt und den Barbarossa-Traum. Ich erlebe es in dem Artikel, Winfried, den du mir heute aus der Süddeutschen Zeitung zugänglich gemacht hattest, da in der Lausitz will ein Gastwirt auf dem, wie heißt der Berg, Tschornebu, ein Bismarck-Denkmal wieder hinstellen, das dort bis 1950 gestanden hat, dann wurde das nämlich eingeschmolzen in der frühen DDR. Der Mann traut sich das aber nicht, weil schon Rechtsradikale seinen Wirtshaustisch umlagern und da drei Bier drauf fordern und man die Sorge hat, dass mit dieser Wiedererrichtung des Denkmals dann das reaktionäre Denken zurückkommt. Anderes Beispiel, ganz nahe in Potsdam, der wilde Streit um die Garnisonkirche hat doch damit zu tun, dass die Gegner des Wiederaufbaus der Garnisonkirche die toxische Kraft der Steine fürchten. Man muss das wahrscheinlich auch sehr ernst nehmen, wie Herr Drachenberg lacht. Aber wenn ich mir anschaue, mit welchem Ingrim gegen diesen Wiederaufbau gefochten wird, das kann man ja nicht beiseite tun. Dahinter steckt eine wirkliche Furcht, dass mit der Wiederbelebung eines Bauwerks oder seiner Silhouette der Rechtspopulismus auf dem Vormarsch ist. Ich will das nicht, ich sage nicht, dass ich das teile. Ich finde es aber als Beobachtung relevant.
Vielen Dank. Jetzt haben wir verschiedene Gesprächsfäden, die ich versuche wieder zusammenzuknüpfen. Einmal, Frau Prebert, möchten Sie reagieren auf das, was ich würde gerne ganz, also einen Einwand formulieren wollen. Die Tatsache, dass in Berlin ja auch ordentlich gefochten wurde um das, um den Wiederaufbau des Stadtschlosses, jetzt als Humboldt-Forum eingeweiht, sollte uns doch oder kann uns doch auch nochmal ein anderes Licht aufsetzen. Damals habe ich in der Debatte um Herrn Budin und wen auch immer wenig irgendwie Sinn oder Nostalgie oder Sehnsucht nach den alten Zeiten gesehen, sondern es war eher der Versuch auf einer großen Fläche, die dann die Volkskammer oder der Palast der Republik abgerissen wurde, Asbest verseucht, etwas Neues zu bauen, was anders war als die neue Architektur, die wir am Potsdamer Platz gesehen haben. Und so richtig, also war ja nicht so, dass wir irgendwie was Altes wieder neu erfinden wollten und uns in der Erinnerung an die alten Preußen, meine Stadtschloss steht ja auch nicht für Kaiserreich, sondern ist ja viel, viel älter, suhlen wollten alle wieder zu Monarchisten werden wollten oder daran irgendwelche Träume von Ethnonationalismus dran geknüpft haben, sondern es war eher eine Enttäuschung über das, was uns moderne Architektur gebracht hat. Das ist sozusagen mein Narrativ, meine Erzählung für dieses Stadtschloss, was auch bis heute nicht okkupiert worden ist von irgendwelchen Rechtsradikalen. Und die Garnisonskirche ist natürlich nochmal ein anderes politisches Symbol, weil es viel, viel stärker, viel nahe an 1934, der berühmte Handschlag. Aber man muss nicht jetzt jedes Bismarck-Standbild oder jedes Traditionselement des Kaiserreichs in die Nähe seiner rechtsradikalen Appropriation rücken. Ich glaube, da ziehen wir diesen politischen Strang zu weit aus. Also das wäre mein Kavert da. Wir können ja, das fände ich jetzt an dieser Stelle interessant, die Frage, inwieweit finden Rechtspopulisten diesen Rückgriff auf die Vergangenheit insofern interessant, als sie ihn für sich instrumentalisieren wollten. Diese Frage oder können. Diese Frage würde ich gerne Herrn Drachenberg und Herrn Vogt herstellen. Und im Kopf habe ich weiterhin noch die Frage nach dem Umgang der DDR in der Konstruktion des sozialistischen Geschichtsbildes mit Preußen. Aber die greifen wir später wieder auf. Ich habe sie nicht vergessen. Herr Drachenberg, können Sie das bestätigen, wenn Sie sagen, wenn Sie Denkmäler schützen und wieder aufbauen? Klar, Sie versuchen, die Substanz zu erhalten und sind nicht diejenigen, die die Interpretationen leisten, zumindest nicht offenkundig, subkutan vielleicht schon, aber machen Sie sich Gedanken, was Sie wieder aufbauen, damit es nicht instrumentalisiert werden kann? Also vielleicht muss ich da ein Missverständnis aufklären. Wir machen uns nicht Gedanken, was man wieder aufbauen kann. Das ist keine Denkmalpflege, sondern das ist dann tatsächlich zeitgenössische Architektur. Und da beobachten wir, oder ich denke, wir können alle voraussagen, dass unsere Enkel und Urenkel von uns als ein Zeitalter der Rekonstruktion sprechen und sich sozusagen, da werden Promotionen geschrieben, warum ist es so? Also wir Denkmalpflegerinnen sind diejenigen, die vor dem stehen, was ist, was da ist. So, und deswegen, Herr Szabo, habe ich auch gelacht, als Sie gesagt haben, die toxische Wirkung der Steine der Garnisonkirche. Für mich sind das alles neue Steine, für mich ist da nichts toxisch. Toxisch ist vielleicht ganz was anderes, das verlässt aber wieder den Job der Denkmalpflege. Toxisch ist, wenn man die Geschichte eines Gebäudes
Wenn da noch so viele unklare Sachen sind und man so viel Forschungsbedarf und Erzählbedarf auch hat, was war denn mit dem Gebäude, dann da ist Gesprächsbedarf drin in dem Gebäude, denn es ist ja klar, der Bundesfinanzminister fühlt sich sehr wohl in einem Bau, der zwei Diktaturen sozusagen als Bürobau gedient hat. Das kann ja nicht sein, dass das sozusagen ein Bau selber ich bleibe mal dabei bei dem Begriff, diesen toxischen Dunst aussendet, sondern es ist eigentlich das Nichtvermögen, sich darüber auf Augenhöhe auszutauschen und zu gucken, dass man die Mythen wegnimmt. Und jetzt komme ich noch zu einem anderen Punkt, den wir von der Denkmalpflege beobachten. Ein Mythos entsteht immer dann, wenn etwas nicht mehr da ist. Das heißt, wenn ich etwas weggerissen habe oder es ist durch den Krieg verloren gegangen, entsteht ein Mythos. Ich habe also das Berliner Schloss, das jetzt wieder dasteht. Ich habe gelächelt, als dann wahrscheinlich halb spaßhaft gemeint, aber doch halb ernst gemeint, sich eine Bürgerinitiative gebildet hat und gemeldet hat, die gesagt hat, der Palast der Republik fehlt jetzt, aber der muss wieder aufgebaut werden, und zwar genau an der Stelle. Das heißt aber, das zeigt uns doch, dass wenn man etwas wegreißt, entsteht ein Mythos. Und die Diskussion ist doch viel besser zu führen, es stehen zu lassen und es sozusagen in seiner ganzen Materialität, in seinen ganzen Geschichten, die es selber erzählt, die aber auch über ihn erzählt werden, sich darüber auszutauschen, was ich für ein ganz wesentliches Merkmal einer funktionierenden Demokratie halte, dass wir in der Lage sind, die Geschichten uns zu erzählen, sie zu erforschen, sie auch auszuhalten. Also in der Diktatur gibt es immer nur eine Geschichte und die anderen werden sozusagen unterdrückt und die eine Geschichte wird so lange erzählt, bis der Diktator tot ist und dann kommt die nächste Geschichte. Das finde ich ist doch sozusagen die Kraft, die wir haben als Demokratie, das zu nehmen, was die Vergangenheit, die, Herr Sauber hat es gesagt, die kann man nicht korrigieren, die haben wir, aber wir müssen sie sozusagen erforschen und sie uns erzählen, damit die Zukunft besser wird. Jetzt werde ich ein bisschen prosaisch, aber so ungefähr würde ich auch den Job der Denkmalpflege begreifen, weil Abriss ist Katastrophe, Abriss ist sozusagen endgültig, da kriege ich dann sozusagen, kann ich die Geschichte nicht mehr erzählen, ich kann sie nicht mehr sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Ihre Frage beantwortet habe, aber Sie können auch mal nachstoßen. Führen wir ja auch darüber die Debatte. Also Sie fordern den Austausch über die Geschichte der Gebäude, die Sie erhalten als Denkmalpfleger. Sie fordern diesen Austausch und vielleicht nicht den Umgang mit Mythen, aber zumindest das Erzählen der Geschichte, die sicherlich in einer Demokratie anders erzählt wird als zu DDR-Zeiten beispielsweise. Herr Vogtherr, was erwarten Ihre Besucher? Was soll da erzählt werden? Und auch an Sie nochmal die Frage mit der Gefahr des Rechtspopulismus, der Gefahr der Instrumentalisierung der Geschichte, für deren Darstellung Sie ja bei den Schlössern und Gärten Verantwortung tragen natürlich. Ja, also die Instrumentalisierung, die erreicht uns eigentlich in zwei Bereichen so ganz konkret. Also wir hatten jetzt in letzter Zeit 4 Wahlkampfveranstaltungen der AfD vor unseren Schlössern, ganz konkret. Das heißt, die werden offensichtlich als Gebäude gesehen, die man so interpretieren kann, dass sie als Hintergrund für die Partei passen. Da müssen wir dann natürlich irgendwie sozusagen Gesten entwickeln, die sagen, dass es da sozusagen Anführungszeichen drum gibt und dass es gerade um eine parteipolitische Interpretation geht und nicht um sozusagen die historische Interpretation des Gebäudes. Wir hatten auch bereits die Reichsbürger vom Neuen Palais, die also offensichtlich irgendwie wussten, dass da Kaiser Wilhelm residiert hat. Das sind vergleichsweise versprengte Beispiele. Und das ist also keine breite Welle, die da auf uns zurollt zurzeit. Aber man kann sehen, dass dieses Identifikationspotenzial da ist und dass es auch punktuell genutzt wird. Und wir hoffen natürlich, dass wir da sozusagen einfach aufklärerisch gegenhalten können, um da auch sozusagen über Missverständnisse und Verständnisse zu reden dabei. Das Zweite, wo das ein Potenzial gibt, das ist sozusagen eher sanfter, das ist, dass das tatsächlich vieles ausgeblendet wird. Also dass viel kontroverse Geschichte nicht gezeigt oder erzählt wird oder gar nicht, oder dass man die auch gar nicht hören will. Also wir haben
in unserem Zuständigkeitsbereich mehrere Denkmäler, die explizit errichtet worden sind, um die Niederschlagung des 1848er Revolution zu feiern. Das ist also das Michaelsdenkmal zum Beispiel in Babelsberg, das ist das Winzertor in Potsdam. Da ist sozusagen die Vereinnahmung eigentlich eher dieses, dass du sozusagen unter große künstlerische Leistung aus lange vergangener Zeit zu subsumieren und nicht mehr darüber nachzudenken, dass das eigentlich ein Affront für viele Vorstellungen ist, die wir heute haben. Denn wir sehen uns ja also eher in der Tradition von 1848 als von Friedrich Wilhelm IV. Und da wird aber sozusagen so ein Seitenwechsel vorgenommen, stillschweigend. Und der wird auch nicht reflektiert und der wird auch nicht unterschieden zwischen Politik und Kunst, sondern da wird die Politik verschwiegen, damit die Kunst funktioniert. Also das ist, da ist also, glaube ich, so ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Das merkt man auch manchmal an bestimmten Interesse von Einzelpersonen, die auf uns zukommen, dass die tatsächlich auf solche Dinge auch reagieren. Also das ist, glaube ich, beides nicht gefährlich zurzeit, das ist auch nicht unkontrollierbar, aber das ist auch, wo wir sehr aufpassen müssen, dass wir da sozusagen integer bleiben und dass wir auch tatsächlich die Informationen und die Positionen liefern, die für die Gesellschaft vielleicht da hilfreich sein können und für unsere Besucher. Was unsere Besucher wollen, ganz schwer natürlich in drei Sätzen zu sagen, weil es sehr viele Gruppen gibt. Viele wollen einfach erst mal sehen, was es überhaupt in der Berliner Region gibt. Die kommen von weiter her. Es gibt einige, die wollen sich sozusagen in so einer wohligen Downton Abbey-Vergangenheit suhlen so ein bisschen und mal gucken, wie das da so alles sich so anfühlt. Dann gibt es natürlich die Kunst- und Ästhetik-Touristen, Touristinnen. Ich glaube aber eben, dass also das sozusagen Interessante ist für mich, was ich hier jetzt in den letzten Jahren entdeckt habe, ist tatsächlich diese Gruppe, über die ich schon gesprochen hatte, dass es sehr viel stärker jetzt eine Besuchergruppe, gerade lokaler Besucher gibt, die das Ganze tatsächlich als Orte ihrer Geschichte lesen wollen. Und das heißt dann nicht als Königsschlösser notwendigerweise, sondern als Orte, an denen vieles passiert ist und eben auch die Könige gewohnt haben. Und dass da so eine sozusagen eine ganzheitlichere Aneignung passiert, was eigentlich ein sehr schönes Phänomen ist. Das passt nämlich auch sehr gut mit dieser Idee der Zeitschichten zusammen, die uns als Denkmalpfleger ja sehr umtreibt, dass man eben nicht nur über eine Zeit redet, sondern dass man tatsächlich ein Gebäude durch die Epochen begleitet. Also das ist, glaube ich, so ein ganz ermutigender Ansatz. Das ist eine kleinere Gruppe, aber eine sehr aktive, die auch häufig wiederkommt bei uns. Ja, Herr Sabo hat sich gemeldet, wenn ich das richtig sehe. Ich wollte gerne noch mal zum Begriff der Toxizität etwas sagen. Ja. Es geht natürlich nicht darum, Herr Drachenberg, dass die Steine selbst toxisch sind. Es geht um die Zuschreibung. Es geht immer um die Zuschreibung. Auch wenn wir von Authentizität reden, geht es nicht um das, was die Dinge selbst haben, sondern was wir in ihnen sehen wollen. Aber diese Sehkraft ist von diskursiver Macht. Darum geht es mir eigentlich. Es gibt einen Streit um das Kreuz auf dem Humboldt-Forum. Der ist identitätspolitisch grundiert natürlich, aber es ist ein Streit. Es gibt einen Streit um die Frage, ob Gabi Dolf-Bohnekempers Forderung, dass doch die Denkmäler von Gerhard von Bülow-Dennewitz, von Gerhard von Scharnhorst und von Bülow-Dennewitz, ob die wieder neben die neue Wache rücken dürfen. Die DDR hatte sie auf die andere Seite von unter den Linden gepackt, um diesen Eindruck zu schwächen. Jetzt fordert da Gabi Dolf-Bohnekemper, dass sie zurückkommt. Dort sei das ein Verrat an der Geschichte. Das ruft natürlich denselben Widerstand hervor wie die Rekonstruktion von Mars und Minerva in der Garnisonkirche. Und das wird als so toxisch empfunden, dass ich selbst zum Beispiel in einem Beirat sitze, der sich um den zukünftigen Namen der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster einen Kopf machen muss, weil Wilhelm ist eben der preußische König und deutsche Kaiser. Wilhelm der Erste in diesem Fall. Insoweit wollen wir ja verstehen, was um uns geschieht. Wir wollen ja nicht nur normativ sagen, wie es eigentlich besser wäre, sondern was die Zielkräfte des historischen Denkens in unserer Zeit sind. Und da spielt das meines Erachtens eine ganz erhebliche Rolle, diese Zuschreibung von toxischer Bedeutung zu erörtern, um dann mit historiografischen Mitteln das in ein Lot zu bringen, soweit wir können. Und natürlich auch zu erkennen, dass damit auch Fragen angestoßen sind, die etwa im Bereich der Kolonialismusdebatte tatsächlich zu neuen Erkenntnissen auch führen. Insoweit beharre ich nochmal drauf, dass der heutige Streit keine Wiederholung ist, sondern dass er tatsächlich neue Qualität hat. Wir haben ja nicht mehr unendlich viel Zeit, Frau Beusen, bis wir auch ins Publikum öffnen wollen. Und ich wollte gerne noch die zweite Frage nach der DDR aufnehmen und das zumindest, kurz, ja, wenn ich darf, kurz anreißen. Es geht um die Frage, wie die Preußen-Renaissance in der
DDR eigentlich zu erklären ist. Sie wird ja auch, Ute Frevert hat das schon angedeutet, mit der Preußen-Ausstellung von 81 in Verbindung gebracht, die natürlich aus der Stadtkonkurrenz heraus entstanden ist, denn Ost-Berlin hatte da nun sehr viel mehr zu bieten als West-Berlin, das ein ICC bauen musste, weil es seinen Platz wie den Gendarmenmarkt eben nicht gegeben hat. Ich glaube, dass wir da oft einem Missverständnis, einem Mythos vielleicht auch unterliegen. Erstens war Preußen in der DDR nie weg gewesen. Wir brauchen nur eine Parade vor der Neuen Wache im Stechschritt uns anzuschauen. Wir brauchen nur daran zu denken, dass Ernst Engelbergs Bismarck-Projekt, das immer in den 80er Jahren dann so groß genannt wurde, das ist zum ersten Mal 1957 aufgetaucht in den Plänen des Instituts für Deutsche Geschichte. Das ist halt etwas Älteres, auch der Scharnhorst-Orden. Das hat es ja schon in den 50er Jahren in der DDR gegeben. Zweite Bemerkung, die Wiedererweckung Preußens als einer tatsächlichen Legitimationsgrundlage hat sich viel zufälliger entwickelt, als es oft gesagt wird. Es hat was zu tun mit Ingrid Mittenzweis Vorstößen. Es hat was zu tun mit einem Interview, das Erich Honecker dem englischen Verleger Maxwell gegeben hat und wo er ihm fast eine Bemerkung über Friedrich rausrutschte, der damals ja noch versteckt unter Brettern gewesen ist, erst in Friedrichsfelde und in Sanssouci und dann zurückgebracht wurde. Und die Preußen-Renaissance verbindet sich, das wäre das dritte Argument, mit der verzweifelten Suche der späten DDR und des SED-Regimes um historische Legitimation um jeden Preis. Da ist auch die Spandauer Vorstadt zu nennen, da ist der Gendarmenmarkt zu nennen, der Deutsche Dom, der Französische Dom, das Nikolaiviertel und so weiter. Heinrich Bodenschatz spricht vom SED-Regime als der Begründung der historischen Stadtrekonstruktion. So weit kann man das treiben. Und das hat damit zu tun, dass das Regime, das anders die Bedürfnisse seiner Bürger nicht zu befriedigen vermochte, auch auf das historische Fach ausgewichen ist. Und da war Preußen eins unter anderem. Und zwar ein Argument, das man spielen konnte, wie sich etwa in der 750-Jahr-Feier des geteilten Berlins so wunderbar gezeigt hatte. Da hatte die DDR eben vom Standort her unendlich viel mehr zu bieten. Und sie hat das ausgespielt. Bitte sehr, Herr Drachenberg. Vielleicht darf ich da noch ein kurzes eigenes Erlebnis hinzufügen, um auch nochmal ganz deutlich zu sagen, dass das da keine gemeinsame Preußenbearbeitung gegeben hat in Ost- und West-Berlin. Ich selber habe studiert 84 bis 89 an der Humboldt-Universität Kunstgeschichte und wir haben uns den Spaß erlaubt, heute wissen wir, die DDR war damals schon so schwach, den Spaß erlaubt, einen Antrag zu stellen, auf die Preußen-Ausstellung im Martin-Gropius-Bau, die besuchen zu dürfen. Und der ist sozusagen radikal abgelehnt worden, weil es keinen Bedarf gäbe. Das ist sozusagen so ein Punkt, der mir jetzt gerade eingefallen ist, um nochmal auch wirklich ganz deutlich zu machen, es gab da keine Gemeinsamkeiten. Da ist sehr genau darauf geachtet worden, dass die DDR eine eigene Nation ist. Wenn ich da auch noch eine Reminiszenz anfügen darf, die DDR hatte ja anders als die Bundesrepublik ein zentrales historisches Museum, das wo jetzt das DHM drin ist. Zeughaus war ja immer schon Museum der deutschen Geschichte, also immer schon, aber seit den 50er Jahren Museum der deutschen Geschichte. Und ich bin in den 70er Jahren oft in Ost-Berlin gewesen als Studentin und bin da natürlich als Geschichtsstudentin auch gerne reingegangen. Und war immer ganz begeistert von den vielen schwarz-rot-goldenen Fahnen, die da hingen. Eben nicht die preußischen Fahnen, sondern die Fahnen, es fing sozusagen 1848 an, die damals aus der Taufe gehoben wurden. Und über das Kaiserreich sah man eigentlich vor allen Dingen das, was ich vorhin schon erwähnt hatte, den Aufstieg des Sozialismus, der sozialdemokratischen Bewegung als einer humanistischen, so wurde sie beschrieben, als einer humanistischen, demokratischen Massenbewegung der Arbeiter, in deren Tradition man sich, gut, dann kamen später die Kommunisten, aber die war ja im Kaiserreich noch nicht da, in deren Tradition man sich befand. Also der DDR-Staat sah sich in dieser Traditionslinie und nicht in der Schlösser und Gärten. Eindeutig. Und wenn er das gemacht hätte, hätte er vielleicht auch die Substanz, auch nicht nur der Schlösser, sondern auch der um 1900 gebauten Wohnviertel, gerade auch in Ost-Berlin, etwas besser bewahren können, wenn ihm diese Tradition wichtig gewesen wäre. Aber ich denke auch, das war eher dann eine späte Reminiszenz, die eigentlichen Schwerpunkte saßen wirklich woanders. Frevert, nur ganz kurz. Ich glaube, das war ökonomisches Unvermögen, den Prenzlauer Berg nicht erhalten zu können. Der Wedding ist in der Zeit abgerissen worden. Das war ökonomisches Vermögen. Also das sind so die Disparitäten, die da gelaufen sind.
Vielen Dank. Herr Sabro hat das Stichwort genannt, Beteiligung derjenigen, die unserer Debatte folgen. Dazu möchte ich Sie herzlich ermuntern. Schreiben Sie Ihre Fragen in den Chat. Ich nehme das durchaus wahr und stelle die Fragen dann stellvertretend für Sie. Also ich kann Sie nur ermuntern, sich zu beteiligen. Wie hieß es eben so schön, die Sehkraft ist diskursiv und auch die Auseinandersetzung mit der Geschichte, davon diskutieren wir ja nun mal hier, soll nicht nur unter uns stattfinden. Sie sind alle herzlich eingeladen, sich zu beteiligen. Ich würde gern, wir haben ja sehr viele Punkte zusammengetragen aus den unterschiedlichen Blickwinkeln zwischen der Denkmalpflege, dem Denkmalschutz, denjenigen, die, also Ihnen, Herr Vogt, die das monarchische Erbe zugänglich machen für Besucher und den historischen Aspekten. Ich würde gerne auf unsere Grundfrage zurückkommen. Auf welche Aspekte des monarchischen Erbes kann sich denn sinnvollerweise der demokratische Staat heute beziehen? Was ist es denn? Frau Frebert hat es kurz angedeutet, ja, wir sollen nicht übersehen, dass also die Arbeiterbewegung, die Frauenbewegung, in Gang kamen. Aber was ist es darüber hinaus? Darf ich da gleich nochmal intervenieren? Ich habe ja nicht gesagt, dass die Arbeiterbewegung und die Frauenbewegung zum monarchischen Erbe gehörten. Weder der Erste noch der Zweite waren stolz auf die Arbeiterbewegung und die Frauenbewegung. Wären besser ohne sie aufgekommen. Sie haben sich sozusagen trotz dieses der Signatur der Epoche entwickelt, gegen eine bestimmte Signatur. In der monarchischen Zeit haben sie sich entwickelt, gegen die Monarchie, das ist schon klar, ja. Und darauf beziehen wir uns ja jetzt auch, wenn wir über Demokratisierung sprechen, wenn Frau Richter die Massenmobilisierung, die Massenpartizipation durch Wahlrecht, ein großes Thema, thematisiert, dass das natürlich etwas ist, was modern ist, was in anderen Regimen in dieser Zeit auch stattgefunden hatte. Ob diese Monarchie dann, die ja in Deutschland besonders besonders nah am Militär gewesen ist, besonders antiparlamentarisch auch gewesen ist und der man diese ganzen Dinge hat abringen müssen, also auch Bismarck, der sie dem König hat abringen müssen, auch gegen den großen Widerstand von Wilhelm I., das ist nichts, woran man sich jetzt sozusagen, wo man dieses Erbe irgendwie positiv aufladen sollte, abgesehen davon, dass sie wunderschöne Schlösser gebaut haben. Und das finde ich auch toll, wenn wir die erhalten und wenn man die zur Cashcow für den ja ohnehin nicht so ganz dramatisch starken Tourismus in Brandenburg benutzen kann, why not? Aber das heißt trotzdem nicht, dass wir da auf die Knie fallen sollten und sagen, wie schön, dass wir mal einen Kaiser hatten. Allerdings ist es so, klar, wenn man jetzt sozusagen von 1918 als die große Scheidelinie nimmt, den Abgesang dann und die Abschaffung der Monarchie, ist es schon so, dass diese Monarchen selber für diese Regime, für die Gesellschaften, die sie beherrscht haben, starke Identifikationsfiguren gewesen sind. Also das ist nie wieder gelungen, dann auch in der Weimarer Zeit nicht, dass man den Reichspräsidenten als Ersatzkaiser hätte aufbauen können. Das gelang bei Friedrich Ebert schon gar nicht. Und auch bei Hindenburg, an den sich sehr viele Hoffnungen in der Richtung ja geknüpft haben, war das auch nicht mehr der Fall, weil es einfach klar war, die Gesellschaft ist so polarisiert und diese polarisierten Kräfte gehen auf die Straße und kümmern sich dann eigentlich auch weder um Kaiser noch um Reichspräsident besonders. Sabro, Sie hatten sich... Ja, ich wollte auf die Frage, um die Diskussion wieder in Gang zu bringen, antworten. Es ist nicht einfach, direkte Bezüge zum Kaiserreich und dann auch positive herzustellen. Denn alles ist sehr verflochten und über verschiedene Systeme gegangen. Aber es gibt doch zumindest drei Faktoren, bei denen wir sagen können, dass wir die direkt auch aus dem Kaiserreich bezogen haben. Das eine ist die Bundesstaatlichkeit, das föderale System. Das zweite ist der Rechtsstaat.
Das dritte ist dann der Sozialstaat, wenn auch in einer rudimentären Form. Und es gibt bei Wolfram Püther ein Argument, der sagt, die Kunst des Kompromisses sei auch ein Erbe des Kaiserreichs, weil es eben unterschiedliche Gewalten war. Ich weiß nicht, ob man das so direkt sagen kann, aber es ist zumindest diskutierbar. Was wir dem Kaiserreich noch verdanken, aber es ist eher gegen die kaiserzeitliche Ordnung, ist die Massenpolitisierung natürlich, die jetzt ja auch wieder viel diskutiert wird. Und ein besonderes Negativum, das wir vielleicht auch in der Gegenwart wiederfinden, ist das, was man die politische Verantwortungslosigkeit nennt. Da kann man vielleicht auch viel zeitlich nähere Bezüge finden. Aber der Umstand, dass das Kaiserreich ja bei allem, was wir jetzt auch an Positiven nennen, ein Obrigkeitsstaat war, der die meisten Bürger von der Macht ferngehalten hat, der den Parteien auch die Verantwortung nicht übermittelt hat, das führt ja dazu, dass es diese politische Verantwortungslosigkeit gibt. Aber nochmal, das Kaiserreich jetzt schön zu zeichnen, würde bedeuten, schwarze Legenden, wie Christoph Nonders nennt, in weiße Legenden zu verwandeln. Davor sollten wir uns auch hüten. Ich finde die zentrale Kategorie, ich glaube, Ute, du hast das auch schon genannt, der Begriff ist Ambivalenz. Es gibt nichts, was an der Auseinandersetzung mit dem Kaiserreich stattfindet, was nicht ambivalent ist. Man kann eine Entwicklung der Parteien sagen, man kann auf der anderen Seite den Obrigkeitsstaat sehen, man kann die Friedensbewegung gegen den Militarismus halten, man kann die Modernisierung, die enorm ist, gegen die fehlende Demokratisierung halten. Also wir werden kein 1:1-Bild bekommen. Und das Problem an der heutigen Diskussion ist, dass sie eher diese Eindeutigkeiten sucht, gegen die wir dann als Historiker immer wieder anzuargumentieren haben. Vielen Dank. Jetzt sehe ich im Chat tatsächlich ulkigerweise eine Frage, das ulkig ziehe ich zurück. Die Frage lautet konkret, war auch der Abriss des Gebäudes in der Wilhelmstadt des späteren Kriegsverbrechergefängnisses eine Katastrophe? Wie sieht Professor Drachenberg das? Zur Diskussion hätte es sich ja einladen können. Herr Drachenberg. Ja, kann ich nur zustimmen. Aber es ist sozusagen wieder hochgefährlich, aus der heutigen Position heraus Dinge zu besprechen, die damals passiert sind. Jetzt müssen Sie mir helfen. Ich weiß, dass das Gefängnis, nachdem Rudolf Hess tot war, dann auch abgerissen wurde. Hier ist es richtig, ich sehe das Nicken. Das ist natürlich auch ein Zeitakt. Ich bedauere es aus heutiger Sicht, dass es so ist, weil das Gebäude kann nichts mehr zu uns reden. Seine Spuren kann man nicht mehr lesen. Man kann sozusagen nicht mehr seine Geschichte ergründen. Es ist weg. Es ist aber wahrscheinlich auch ein Zeitakt gewesen, genauso ein Zeitakt, dass die Mauer erst fast vollständig verschwinden musste, bevor die Reste zum Denkmal geworden sind. Das hat wieder was damit zu tun, dass man auch als Denkmalpflegerin einen Abstand braucht, um nach rückwärts zu gucken, um möglichst viele objektive Momente zu erwischen und nicht sich von Subjektiven leiten zu lassen. Aber ich gebe Ihnen völlig recht, es ist schade, dass es abgerissen wurde. Dank. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es darum geht, die Gebäude zu erhalten und uns darum geht, die Geschichte dazu zu erzählen, nicht zur Mythologisierung beizutragen, aber die Geschichte, wie sie sich uns zu unserem Zeitpunkt darstellt, ist dann möglicherweise andere historische Sedimente das überlagern und eines Tages andere Generationen, andere Geschichten dazu erzählen, ist sicherlich damit auch vermacht. Es gibt eine Frage an Herrn Vogtherr. Liegt die eigentliche Brisanz der Eigentumsdebatte nicht allein in der besonderen Sensibilität der neuen Bundesländer, sondern auch darin, dass wir im Zeichen identitätspolitischer Debatten generell den Kontext der Erwerbung stärker hinterfragen? Herr Vogtherr. Ja, also bei dem ersten Teil stimme ich zu, also das, was ich jetzt beschrieben habe, als ein wichtiges Element, gerade in der Wahrnehmung in den neuen Bundesländern, das ist sicher nur ein Element davon. Tatsächlich ist es so, dass die Objekte, um die es jetzt geht, in der Erwerbungsgeschichte ausgesprochen unproblematisch sind. Also das ist ein Fall, der völlig anders gelagert ist, als es zum Beispiel bei der Kolonialismusdebatte oder bei NS-Raubgut oder so etwas. Das ist eine Frage, man kann jetzt natürlich lange darüber philosophieren, sozusagen, wie viel Geld dem Herrscher eines monarchischen Staates zugestanden hat, was er dann ausgeben konnte. Also das ist sozusagen liegt da drunter, aber wir wissen davon
ich behaupte jetzt einfach mal keinen unrechtmäßigen Erwerbung. Wahrscheinlich sind einige dabei, aber jedenfalls ist das im Prinzip eine Auftrags- und Kaufverhältnisse einer normalen Art. Also das ist nicht das Problem dabei. Das Problem dabei ist ja eigentlich eher heute diese Frage, wie weit hat eigentlich eine Privatfamilie den Anspruch auf ein Vermögen, was als ein staatliches aufgebaut worden ist. Denn das ist ja erst spät, also relativ spät erst geteilt worden, sozusagen der private Teil daran und der staatliche Teil daran. Und das hat doch mal gequietscht, diese Aufteilung. Und das ist ja etwas, was tatsächlich auch interpretatorisch sehr schwierig ist, zu sagen, was ist denn davon jetzt eigentlich wirklich nach unseren heutigen rechtlichen Kriterien, aber auch nach unseren heutigen historischen Kriterien eigentlich privat, von dem, worum es dabei geht. Frau Beusen, kehren wir auch nochmal zurück zur Spandauer Frage. Ich finde, die ist noch nicht ganz ausdiskutiert. Bitte. Ja. Sitzt doch mal. Herr Vogel hat jetzt gerade einen neuen Faden gesponnen, aber ich dachte noch über den Begriff der Katastrophe nach. In der Frage heißt es ja, war auch der Abriss des Kriegsverbrechergefängnisses eine Katastrophe. Denkmalpfleger beurteilt das vielleicht anders als der Historiker. Wir leben ja von Fragmenten. Und die Vorstellung, dass es nur Erinnern, auch in Baulichkeiten nur Erinnern gäbe und kein Vergessen, ist für mich fast albtraumartig. Und jedem von uns fällt dann auch Nietzsche ein, nicht? Dass ein Übermaß an historischen Bildern der Gegenwart auch sehr schädlich sein kann. Ich würde als Historiker mir vor allem darüber Gedanken machen, warum der Abriss so obsessiv gewesen ist. Denn das ist kein schönes Gebäude gewesen, dieses wilhelminische Zentralgefängnis, auf dessen Boden dann eine Markthalle oder ein Supermarkt gebaut wurde. Aber die Entfernung des Gebäudes und das Schreddern der Steine vollzog sich so, wie wir das hier in Potsdam von der Garnisonkirche auch kennen. Also kleinste Kieselsteinchen blieben möglichst oder Backsteinreste blieben übrig. Und hier ist auch eine ganz manische Sorge vor der Authentizität rechtsradikaler Bemächtigung in diesem Fall gewesen, nach dem Selbstmord von Rudolf Hess, der in den 80er Jahren die Briten damals veranlasste, das abzureißen. Und da würde man aus historischer Sicht eben wieder fragen, was verbindet eine Gesellschaft oder was verbinden Teile der Gesellschaft mit solchen Resten, dass sie sie in dieser Weise in der Öffentlichkeit entziehen. In anderer Hinsicht haben wir später gesehen, dass der Besuch der Wolfschanze etwa nicht bedeutet, dass das nur Nazis tun. Man kann sich auch, wie wir das bei dem sogenannten Bunker unter bei der neuen Reichskanzlei gezeigt hat, man kann sich mit diesen Dingen auch auseinandersetzen, ohne affin zu sein, ohne rechtsradikal zu sein, weil es eine Suche nach der Nähe zur Vergangenheit gibt, die nicht nach Wiederholung strebt, sondern nach kritischer Auseinandersetzung und trotzdem diese Unmittelbarkeit spüren will. Das war bei der Abrissentscheidung damals nicht der Fall. Da meinte man wirklich, muss alles weg, damit es nicht mehr angefasst werden kann. Das würde ich eigentlich aus späterer Perspektive eher bezweifeln. Aber um auf die Fragestellung zu antworten, eine Katastrophe, finde ich den Abriss nun eigentlich auch nicht. Ich möchte an dieser Stelle einmünden in eine Schlussrunde, die anschließt an das, was uns zuletzt auch wirklich in die Aktualität und in die Auseinandersetzung mit dem Georg Prinz Friedrich von Preußen schon erwähnt wurde. Oder dem Urenkel des deutschen Kaisers, der in der Öffentlichkeit sehr emotional geführte Debatte ausgelöst hat. Was können Sie, lieber Herr Sapo, liebe Frau Frebert, lieber Herr Drachenberg und lieber Herr Vogt, was können Sie dazu beitragen, diese Debatte von ihrer Toxizität zu befreien, um ein Wort aufzugreifen, was hier jetzt die Runde macht, also um ihr das Gift zu entziehen und so rückzukommen zu einer sachlichen Auseinandersetzung, in der vielleicht auch klar wird, dass eine Errungenschaft der Demokratie eben auch die Rechtsstaatlichkeit auch eine Errungenschaft ist, die vielleicht auch dann manchmal die Dinge möglich macht, die gegen das gesunde Volksempfinden verstoßen, die wehtun, die provozieren. Fangen wir doch bitte an bei Herrn Drachenberg. Ja, das ist natürlich eine, wenig zu verstehen, ja. Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage und es würde mich reizen, jetzt die nächste halbe Stunde drüber zu reden. Vielleicht in zwei, drei Sätzen. Also ich kann nur aus der Sicht der Denkmalpflege sagen, reißen wir nichts vorschnell ab, reden wir miteinander auf Augenhöhe und besetzen wir die Dinge demokratisch, auch wenn sie nicht demokratisch waren. Wir müssen sozusagen mit unserer Vergangenheit umgehen und ich habe schon mal gesagt, die Diskussion, der Diskurs auf Augenhöhe ist für mich ein ganz wesentliches Merkmal. Vielen Dank.
Vogt. Ja, zwei ganz kurze Bemerkungen. Das eine noch eine Reaktion auf Herrn Linke. Ich möchte Ihnen da eigentlich noch mal sozusagen zur Seite stehen. Ich glaube vielleicht weniger als er und auch vielleicht weniger als Herr Sabro, dass das große Problem dabei sozusagen eine Versammlung von Rechtsradikalen ist. Aber es ist ja in diesem Fall, alle Beispiele, die wir jetzt genannt haben, sind tatsächlich Beispiele, wo Bauten der DDR abgerissen worden sind und durch eine frei gewählte andere Geschichte ersetzt worden sind. Und dass dann normalerweise diese Epoche bei einfällt, ist jedenfalls historisch signifikant. Und man hätte ja also auch sozusagen sich beziehen können auf stärker demokratisch geprägte Momente oder Ähnliches. Also da würde ich schon sagen, es ist jetzt nicht einfach nur eine Frage eines Ersetzens und dann einer lebhaften Diskussion, sondern da werden tatsächlich auch Setzungen vorgenommen, die man für mehr oder weniger gefährlich oder mehr oder weniger unangenehm halten kann. Die Frage, was wir da tun können, schließt sich vielleicht auch nochmal an diese Frage an, als Sie gesagt hatten, was ist denn nun eigentlich sozusagen vom Kaiserreich so rüber zu retten? Und ich glaube, in dem Augenblick, wo man anfängt, nach dem guten und dem schlechten Kaiserreich zu sortieren, ist man eigentlich schon in die Falle gegangen. Also ich glaube, unsere Aufgabe ist tatsächlich, eine Dialektik der Geschichte zu zeigen und zu sagen, also dass es nur extrem wenige Momente gibt, wo das entweder ganz weiß oder ganz schwarz ist und dass die Verbindung unserer jeweils heutigen Zeit mit der Geschichte sich auch immer wieder ändert und immer wieder unter neuen Aspekten stattfindet. Das heißt, wir können eigentlich nur Angebote auf eine vielfältige Interpretation machen und natürlich auf den Fakten bestehen. Also ich glaube, das sind die beiden Aufgaben, die wir haben. Aber wir können weder uns nostalgisch hinter irgendwelche Teile des Erbes stellen, noch die Aufgabe der steten Verurteiler erfüllen. Da wären wir in beiden Fällen zum einen unterfordert und vielleicht würden wir auch unserem Auftrag nicht wahr werden, nicht gewahr werden. Ja, vielen Dank. Frau Frevert. Ich sehe nach wie vor wenig Nostalgie in dem, was im Moment passiert in Berlin und auch in Potsdam oder was passiert ist. Ich sehe, das habe ich schon mal gesagt, ich sehe wahnsinnig viel Enttäuschung über die Möglichkeiten moderner Architektur, nicht einzelne Solitäre zu bauen, die wunderbar sind und in der Weise, ich weiß nicht mehr, wer es am Anfang gesagt hat, dass wir uns in einer rekonstruktiven Ära befinden, angeblich. Ich sehe wenig Rekonstruktion, ich sehe ganz viel Neugebautes und auch fantastische Architektur, meistens Museumsarchitektur in Städten, die nicht unbedingt Berlin und Potsdam heißen. Aber das sind einzelne Gebäude. Und was offenbar unsere Architektur sehr viel schlechter kann, die moderne Architektur sehr viel schlechter kann als frühere Architekten, um ihre Solitäre einen Raum zu bauen, einen belebten Raum zu bauen, an dem man sich gerne aufhält. Und die Idee mit dem Stadtschloss hier in Berlin war sicherlich genau dieses Ensemble, dieses Zusammenspiel von Kubus und Raum drumherum und drin zu bauen. Und ich bin ziemlich sicher, dass das funktionieren wird und dass auch die inhaltliche Gestaltung dieses Raums doch sehr, sehr vielversprechend ist. Also wenig Nostalgie, sondern schon ein Aufbruch in zu neuen Debatten, die aber in einem Zitat von Altem stecken. Und insofern, das Humboldt-Forum eignet sich garantiert nicht zum Aufmarschplatz für irgendwelche Reichsbürger und rechtsradikalen Leute. Und ich denke auch, dass der Brandenburger Landtag das auch nicht tun wird. Aber vielleicht bin ich als alte Bundesrepublikanerin, wir haben vieles erlebt, was uns eine Zeit lang auch mal sehr betrübt hat und beunruhigt hat, NPD und Neonazis und. Ich bin eigentlich nicht bange um unsere Demokratie und traue ihr sehr, sehr viel zu. Vielen Dank. Herr Sabro. Ja, ich würde gerne an die letzte Bemerkung von Frau Frevert anknüpfen und dazu den Kommentar nehmen, den auf dem Flughafen Herr Dünow reingeschrieben hat in den Chat. Die Enttäuschung über moderne Architektur und die historische Nostalgie leben voneinander. Das mag in der Allgemeinheit richtig sein. Ich sehe aber wie Frau Frevert eigentlich wenig Nostalgie. Die Sorge vor der
Idealisierung und der Wiederbelebung der guten alten Zeit ist uns durch die Ära der historischen Aufklärung der 80er und 90er Jahre meines Erachtens ausgetrieben worden. Unsere Lust auf die Vergangenheit negiert die Last der Vergangenheit nicht, sondern denkt sie mit. Wir interessieren uns für eine Vergangenheit, die wir nicht wiederholt haben wollen. Das scheint mir eigentlich doch ganz deutlich zu sein. Meine Antwort auf die Frage, was wir beitragen können, um, sagen wir mal, die toxische Kraft zu rauben oder die Demokratie zu stärken, ist natürlich immer das Wahrheitspostulat, aber das lassen wir jetzt vielleicht mal weg, das ist selbstverständlich. Ich würde es in drei Punkte formulieren. Der erste lautet, und das bezieht sich auch auf Sie, Herr Linke, als Antwort, ich finde, wir müssen die Andersartigkeit der Vergangenheit und auch ihre Anstößigkeit im gesellschaftlichen Gedächtnis behalten. Sie ihr zu nehmen, sozusagen als Triggerwarnung des Historischen zu fungieren, macht genau das weg, was ich eigentlich sowohl an dem Antlitz der Städte wie auch im historischen Diskurs insgesamt wichtig finde. Und natürlich möchte man das Spandauer Kriegsverbrechergefängnis nicht aus didaktischen Gründen wieder aufbauen. Ich würde umgekehrt aber auch nicht den Satz, den der Bundesfinanzminister im ehemaligen Luftfahrtministerium hat, abreißen wollen, weil ich fürchtete, dass dieser in der Tat grässliche Klotz toxische Wirkung hätte. Zweite Bemerkung bezieht sich wieder auf die Steine. Wie heißt der alte Satz? Saxa non loquuntur. Die Steine reden selbst nicht. Es ist im Auge des Betrachters, was wir mit ihnen anfangen, wo wir ihre Gefährlichkeit wittern und vermuten, wo wir es nicht tun. Und wenn diese Gefahr gesehen wird, dann kann es der Splitter eines Kreuzes auf einem Friedhof von Wunsiedel sein, der noch an Rudolf Hess erinnert und was immer man nehmen kann. Da wären wir auf verlorenen Posten. Deswegen glaube ich auch, dass die Auffassung, es gäbe rechte Räume, wie wir das in der Architekturdiskussion mit Philipp Oswald ja vor kurzem gerade hatten, ich halte das für ein Phantasma. Räume sind nicht rechts. Und selbst wenn der Ezra Pound-Zitate auf dem Benjaminplatz an der Unanstraße angebracht werden, es sind wir, die wir die Plätze in Besitz nehmen, die ihnen die gerechte Qualität verleihen oder nehmen können. Und deswegen vielleicht drittens und letztens, ich glaube, dass die größere Gefahr der Demokratieuntergrabung in unserer Furcht liegt, in unserer Kleinmütigkeit, in der Auffassung, wir müssten auf diese rechten Herausforderungen, die es gibt, durch Zurückweichen antworten. Nein, das müssen wir, glaube ich, nicht, sondern durch Darstellung der historischen Vielfältigkeit, der Gewordenheit und das in einem Verständnis, wie ich das mit Ute Frevert teile, dass unsere Demokratie nicht gefährdet ist. Eine Bedrohung gibt es immer, aber ich glaube, wir können heute ganz anders als noch in den 50er und 60er Jahren aus der Position einer starken Mitte heraus argumentieren, die sich ja so fundamental unterscheidet von dem, was die Nachkriegsgesellschaft ausgemacht hat. So, das hatte ich sagen wollen. Jetzt gibt es noch weitere Kommentare, die ich aber jetzt nicht so schnell aufnehmen will, Frau Beuth, sonst kommen wir ja hier nicht zu einem Ende. Ich finde abschließend bedenkenswert, wenn ich auch meine eigene Sozialisierung und das Geschichtsstudium mit dem Umgang mit Geschichte bei mir selbst nochmal hinterfrage. Geschichte verknüpfte sich immer mit politischer Bildung und es gab immer dieses starke Gegensatzpaar Demokratie und Diktatur. Und die Monarchie stand da ein bisschen beiseite. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch darin ein bisschen der Schlüssel liegt, damit, dass wir heute so Schwierigkeiten haben im Umgang mit dem historischen Erbe der Monarchie, weil es eben nicht so klar zu deuten ist und in diesem Gegensatzpaar eigentlich außer Acht gelassen wird. Aber das ist nur eine persönliche Bemerkung der Moderatorin, die sich herzlich bedankt für ihre Teilnahme, Ihnen die weiteren Veranstaltungen empfiehlt und einen schönen Abend wünscht.